Nein! Nein! Nein, 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 nein! Oh! Katze, würdest du? Nicht genug Mana. Okay, das war der Bann wieder. Ich brauche mehr Mana. Okay, what the fuck? Ich habe nicht genug Mana. Warum aber gleich so übertrieben viele? Gleich die 5, Moment. 5, 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 Aua! Aua! Wo sind die anderen? Meinen sie die tot? Ich glaube, die haben. Nein! Ulala! Ich habe nicht genug Mana. Nur nicht von dem Dinger. Ja, super. Nur nicht von dem Dinger würde ich lassen. Genug Mana. Ach, guck mal, der ist noch hier. Jetzt nicht mehr. Das war, glaube ich, gerade ein Crit. Ich habe wenig Mana. Nein! Weh. Es sind zwei! Jetzt sind es zwei! Stimmt, das teilt sich ja nochmal. Ah, leben, 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 leben! Katze, tu was! Ich habe wenig Mana. Du hast wenig Skill, Junge! Boah. Ich habe nicht genug Mana. Mehr Ruhm erlangt. Ja, das ist toll. Ich habe nicht genug Mana. Was ich jetzt am liebsten erlangen würde, wäre mehr Lebenspunkte. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche Mana. Nein. Okay, dann stopp halt. Die Kleinen sind gar nicht mehr so schlimm. Man darf bloß nicht beide gleichzeitig bekämpfen, glaube ich. Und hier ist der Große. Krass, dass da zwei Kleine rauskommen und dann auch nochmal beide Boss sind. Das ist schon nicht ohne, auf jeden Fall. Und ich hatte mal eine Frage. Wow, 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 wow. Alter, was ist das hier? Ich hatte mal eine Frage an euch. Und zwar stelle ich das wahrscheinlich jetzt bei jedem Let's... Oh, schon tot? War ne, weggeportet wahrscheinlich. Und zwar werde ich das wahrscheinlich jetzt in jedem Let's Play bald fragen. Nein, kein Boss davon. Och, komm schon. Nein, 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 nein. Es ist ein Boss! Und er hat so eine Reichweite! Oh. Und zwar wollte ich fragen, ich habe jetzt mitbekommen, dass wirklich, dass einige größere Let's Player ihre Stimmen beim Spielen vorstellen. Ihre Kombinationsweise, wie sie sind natürlich, dass sie da ein bisschen was vorstellen. Wie, also, ich denke mal, dass man da versucht, ein bisschen in Erzählerstimme zu reden oder so. Und deswegen wollte ich mal fragen, ob ich das testweise mal probieren soll. Ob ihr da Interesse zu habt, dass ich das mal mache, dass ich das mal ausprobiere, einfach mal meine Stimme zu stellen. Ich brauche mehr Mana. Du stirbst schneller. Ha, 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 ha. Einige werden sicher wissen, dass ich dann so kommentiere, wie ich es normalerweise tue, dass ich da mich überhaupt nicht vorstelle für, dass ich genauso in Wirklichkeit eigentlich rede, dass ich einfach nur einen Klatsch habe. Das werden sicher einige wissen von euch. Und ja, ich habe mir überlegt, dass man könnte man vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja ganz witzig. Vorne? Okay. Okay, da unten kommt Bosskampf jetzt. Portal. Hä? Was? Hä? Portal zur Oberfläche? Wo ist der Bosskampf? Hä? Kein Bosskampf? Schattenspalt. Ah, habt ihr nichts verpasst? War das gerade der Boss hier? Wenn, dann wäre das ziemlich bitter, weil der war leicht zu besiegen. Na gut. Unverteilte Fertigkeitspunkte. Okay. Habe ich wieder einen dazu bekommen anscheinend. Epische Musik. Ja, ich würde mal versuchen, dann einfach meine Stimme zu verstellen. Mal so ein paar Folgen lang einfach mal zum Testen, ob das funktioniert, wie das funktioniert, ob ich das überhaupt hinkriege, ob das überhaupt gut klingt, wenn ich das mache. Warum ich euch das vorher frage, bevor ich das mache, ist natürlich, das kann sehr seltsam klingen. Das ist natürlich die Frage, wollt ihr, dass ich das mal probiere mit der 25%? Oh, geil. Oder wir haben jetzt 20% mehr Schaden. Sagen wir mal, wir haben 5, dann haben wir 100% mehr Schaden. Also würde ich eher auf 30% gehen. Wir gehen auf 30%, das klingt besser. Also wenn ihr das wollt, ich würde es probieren, ich würde es mal machen wollen.
Ich kann aber nicht versprechen, es kann natürlich auch sein, dass die Let's Plays, dass die Folgen darunter ein bisschen kombinationsmäßig leiden werden, dass es vielleicht nicht so geil klingt, wie ich mir das vorstelle. Und dass ich dann im Endeffekt sage, what the fuck? Kommt die einfach aus dem Sand hier raus? Ah, ist das geil! Ich verstehe! Nachts kommen hier neue Feinde! Wir können hier leveln! Netherreich-Portal. Level 21 bis 29. Wir können hier leveln, die... Ah ne, hier haben wir noch. Das ist anders. Stirb. Was ist jetzt eigentlich mein Wolf? Ah, ich glaube, das ist mein Wolf. Wie geil, wir können hier leveln. Nachts kommen hier in der Gegend neue Monster. Das habe ich gebraucht. Genau auf das habe ich gewartet. Sowas habe ich vermisst bei dem Spiel noch. Wie geil. Stopp, Moment. War hier was gerade? Nö. Hier waren wir noch nicht. Nein! Ich wollte heilen, nicht springen. Mann. Egal. Ja, wie gesagt, ich würde es probieren, wenn ihr das wollt. Ihr müsst auch sagen, dann in welchem Let's Play ich das probieren soll. Vielleicht mache ich es im Minecraft-Let's Play. Das ist ja sowieso immer so ein bisschen das Neues und Test-Let's Play und so. Deswegen kann man das vielleicht da am ehesten machen. Yo, Junge, was geht bei dir? Hast du vielleicht, ich glaube, es ist besser, wenn wir vorher erstmal ganz kurz gucken, was wir dabei haben. Nein, er verkauft schon wieder. Ja, es geht aber nicht anders. Es gehört zum Spiel. Nein, doch. Was Hübsches entdeckt. So, hast mir die ganzen Waffen weg. Wie gesagt, die nutzen wir ja eh nicht. Selbst wenn wir sie nutzen könnten, ich möchte sie nicht nutzen. Ich möchte auch keinen Bogen nutzen. Ich möchte die Waffen. Militärfaustbüchse ist zweihändig, brauche ich also auch nicht. Die Ringe sind momentan angelegt. Gesundheit. Elektro-Eispanzer. Passt gerade besser. Was haben wir hier noch? Passt auch gerade besser. Wappenschild. Schilder brauchen wir sowieso nicht. Eispanzer. Und was haben wir? Ah, ne, das ist unser natürlich wesentlich besser. Der Rissglutstein ist natürlich für uns perfekt. Hier haben wir noch den Eispanzer unten. Ja, das bestimmt nicht. Hier haben wir noch ein paar andere Waffen. Die wollten wir wegschmeißen. Genau, den habe ich auch weggetan. Regentenmythra der Giftwut. Erhöht jeden Giftschaden um 13%. Naja, brauchen wir nicht. Schuhe. Rüstung gegen Körperschaden. Gesundheit, Mana, nein. Was haben wir hier? Nein. Was haben wir hier? Nein. Gehen wir mal die Schuhe durch. Gefundene Goldmenge, nein. Was haben wir hier? 18 Körperpanzer. Was haben wir da? 13. Botronschilde erhöhen. Nein. Waffe weg. Haben wir die beste momentan. Botronschilde ebenfalls. Nein. Was haben wir hier? 22 Körperpanzer, da haben wir 27, also auch schlecht. Was haben wir hier? Das ist auch schlecht. Was haben wir hier? Körperpanzer, auch schlecht. Was haben wir hier? Auch nicht so gut. Obwohl, warte mal. Nee. Gesundheit von Begleitern und Dienern brauchen wir nicht. Das ist eine One-Shot-Katze, die braucht keine Gesundheit. Und gefundene Goldmenge braucht auch keiner. Was haben wir hier? Der Bogen, der kann weg. Obwohl, ist der gut? Ja. Dann kann weg. Was haben wir hier? Wüstenumhang, konzentrationsfördernd. Ein Mana Wiederherstellung pro Sekunde. Bonus auf. Und 101 Gesundheit. What the fuck? Den hebt man natürlich auf. Okay, was haben wir hier? 19. Oh, Bonus auf Attribut Vitalität. Das ist unsere Geschwindigkeit. Mana. Boah, den werde ich auf jeden Fall aufbewahren erstmal. Mal gucken, was da noch kommt. Etherianer, nein, brauchen wir nicht. Angelegt, brauchen wir auch nicht. Die Waffe hau ich weg, das hau ich weg. Dann hauen wir mal noch die Wappenschild weg, das braucht eh keiner. Was haben wir hier denn? Hier haben wir, na langweilig. Was haben wir hier? 14 Ritten, Gesundheit gefunden, Goldmenge um 1 erhöht, Körperschaden. Den würde ich mal behalten, dann nehme ich den und hau den weg. Handschuhe, Gesundheit von Begleitung, braucht kein Schwein. Mana, 12 plus, what the fuck. Aber dafür keine Gesundheit, deswegen fliegt das weg. Hier, das fliegt auch weg, dann fliegt der Helm weg und ja. Okay, du hast ja gar nicht geschaut, was da drin ist. Interessiert mich nicht. Aufladerate 5% erhöht. 10 Mana bei Treffer gestohlen. Mhm, na gut.
Okay, da haben wir 7200. Das klingt sehr, sehr gut. Dann gehen wir mal ganz kurz an unser Lager. Da war nichts drin. An unser gemeinsames Lager. Legen diesen Glutstein hier rein. Und dann würde ich mitnehmen... Elektropanzer, 5%ige Chance, Donner am Ziel zu bannen. Braucht keiner eigentlich, oder? Was haben wir hier? Das ging ja, glaube ich, nicht mehr. Doch? 15% Schaden von Begleitung und Dealer, jawoll! Unsere One-Shot-Katze, what the fuck, die macht... What? Kann man, sieht man das ein vielleicht? Oh, Alter, 385 bis 554 Schaden. Und wir kräucheln hier mit jämmerlichen... Was haben wir? Wo steht das bei uns? Kann man das bei uns nicht einsehen? Kann man es nicht einsehen? Hallo? Ich würde das gerne einsehen. Kann man anscheinend nicht. Ja gut. Dann gehen wir mal noch. Gehen wir nochmal nach oben. Und tun nochmal hier unsere Wapgen upgraden. Bevor wir hier weitermachen. Und zwar, wir haben jetzt neu bekommen. Was war denn jetzt neu? Das da, genau. Und das wird gleich mal einmal upgegradet. Jawohl. Ist mit euch. Rückstoßresistenz, das ist gut, ich weiß es nicht. Kann man denn hier... Ah, der ist schnell mal verzaubert worden, den will ich das mal nicht. Auch schnell mal verzaubert worden, das geht so viel schneller. Ah, hier kommen wir. Sehr schön. Bekommt Elektropanzer, na, warum nicht? Bekommt... Eisschaden, ja, warum nicht? Haben wir eh keinen Eisschaden momentan, aber egal. So, weg. Und du da rein. Das können wir nochmal. Was haben wir hier jetzt? Das Glück ist mit euch. Rüstung gegen Körperschaden, das sehe ich doch gerne. Was haben wir da jetzt? Moment. Da haben wir jetzt, haben wir 102. Ja, warum nicht? Unsere Katze hat irgendwie in allem mehr, kann das sein? Die Rüstung unserer Katze mal, die ist mega heftig. Und wir einfach nur hier so ein kleiner Bimbo. Eigentlich macht die Katze die ganze Arbeit. Wir müssen nach unten. Wir haben die Höhle durchquert. Leider ist jetzt Tag gerade. Nachts ist cool, da kann man ja auf jeden Fall leveln. Das gefällt mir. Fähigkeiten wirken ständig. Allerdings müsst ihr dafür manche richtige Waffe führen. Es kann natürlich auch sein, dass die Leute mit meiner Kompensationsweise vollkommen zufrieden sind. Das kann ich jetzt so nicht sagen, behaupten, wissen. Das müsst ihr natürlich dann einfach sagen. Wenn ihr sagt, okay, es passt so, dann natürlich... Kann man das auch so lassen. Ich möchte einfach nur das Beste für das Let's Play einfach. Ich möchte einfach, dass das Let's Play noch besser wird, egal in welcher Hinsicht. Und den Schattenspalt betreten. Nee, da kam er doch gerade her. Da waren wir doch schon. Ist ja schon abgehackt. Was haben wir denn da hinten? Ich glaube, da haben wir eine Quest erledigt. Super. Ich würde gerne da hoch. Ah, okay. Und hier waren wir noch gar nicht. Aber irgendwas. Ah, hier war ja der Freund, der uns halt Platz gemacht hat. Stirb. Der fällt echt schnell jetzt mittlerweile, ne? Okay, wir waren, wollten nochmal hier hin. Ah. Genau. Ich weiß nicht, was? Ich weiß nicht, wie sie diesen Magier Yutana Kazam so nah an der Stadtmauer einquartieren konnten, ohne dass sie etwas gemerkt haben. Aber ich danke dem Wächter, dass ihr ihn besiegen und ihre Pläne durchkreuzen konntet. Ich nehme mal eine... Was haben wir hier? Rüstung pro Treffer um 14... Was? Wir nehmen mal die. Sehr schön. Quest abgeschossen. Dann machen wir weiter und wir jumpen mal ein bisschen. Das geht viel schneller. Katze guckt gar nicht mehr mit. Und anscheinend haben wir da einen neuen Weg frei bekommen oder sowas. Oder wir waren ja wirklich noch nicht. Wow! Bin verwundet. Ist mir aufgefallen. Okay, okay, okay. Hoffentlich kein... Na, okay. Wow. Hallo? Der rennt ja einfach in die Gegner rein. Ich will, dass der den Feuerball macht.
Und da war gerade irgendwie Hauptquartier von irgendwas. Ich habe es jetzt nicht lesen können. Der styrische Horst. Erst mal ein bisschen vorsichtig vorbewegen, solange wir noch nicht so viel Gesundheit haben. Lololololo. Wow, One-Shot-Katze. Wow, 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 beruhige dich. Alter. Ist kein Boss, okay. Okay, gut. Weg mit dem Feuer und jetzt hier mit den. Oh, hier guck mal, warte, die fliegt jetzt. Ja, da siehst du bum 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 und tot. Geil. Geil, 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 geil. Geil. Ich finde das geil. Heilung. Oh. Nicht zu viel Schaden kassieren. Verdorrte Krieger. Da ist noch einer. So, oh, da hört er gleich mal auf hier. Er blockt den ganzen Scheiß ja auch noch. Schädel, toll. Was haben wir hier noch so? Oh, eine Wüstenmutter. Oh, Knochengolem, Knochen. Knochengolem, da ist ein Knochengolem. Den will ich zum Schluss machen, ich will erst bei dir. Nein! Das war so klar! Nein, das war so klar! Ich mach hier. Es war so klar, dass... Ich hasse Bogenschützen. Okay. Noch einer! What the fuck, was ist hier alles? Ich will nicht mehr zum Schluss machen, ich will einfach noch. What the fuck? Alter! Ich muss warten. Kann man den hier so. Oh. Noch ein Golem! Ich liebe den. Das ist so ein Gegner, da kannst du einfach als Tankkämpfer zeigen, was, dass du im Vorteil bist. Das gefällt mir. Das. Das tut wirklich weh. Aber. Hilfe! Jetzt stirbt dieses Vieh aber hier endlich. Ich würde der Katze am liebsten so bevorzugte Ziele immer geben. Gut, der ist tot. Okay, okay, okay. Und... Sehr schön. Und jetzt hier die Mutter. Heilen. Ja, ist mir aufgefallen. Ja, mach ruhig weiter. Insekt zertreten. Was haben wir hier noch? Ohne Heilen, ja, super, toll. Ich brauche mehr Mana. What the fuck? Bis dahin. Nein! Ich hab die drei verfehlt. Nein, ich möchte. Ich hab die drei verfehlt, ich glaub's nicht.
Okay, einmal machen wir noch eine ganz kurze Runde. Also wir gehen nochmal rein jetzt kurz. Beinahe muss ich auch noch wieder unterbrechen. Es tut mir leid, aber ich muss auch gleich wieder hier. Das nächste ist hier wirklich heute sehr. So. Schlag auf Schlag, was ich heute aufnehme. Da haben wir einen Hammer gefunden. Oh, da ist wieder eine Blumenmode. Was? Was war das denn? Hinüber. Nein. Okay, gut. Ich denke mal, diese zwei Tode gerade hintereinander, das tut dann auch das Ende bestätigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dann ist wieder Nacht und bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen guten Tag und adios. Bis zum nächsten Mal. Denkt über das nach, was ich gesagt habe. Tschüss.